Wir sind heute auf dem Berliner Höhenweg unterwegs, unweit der Greizer Hütte. Und der Berliner Höhenweg ist ja ein mehrtägiger Hüttentrek. Und da erzähle ich euch heute mal, was ich so im Rucksack dabei habe. Das Erste, was vielleicht auffällt, ist, mein Rucksack ist relativ klein. Das sind 24 Liter und trotzdem passt alles rein. Was jetzt hier nicht dabei ist, ist irgendwelche Sicherheitsausrüstung, also Helm, Pickelsteigeisen, Klettersteigset und so weiter, aber das braucht man ja auf einem normalen, auf normalen Hüttenwanderungen eigentlich nicht. Außen habe ich immer die Stöcke dabei, die muss nicht jeder, also die muss man nicht unbedingt dabei haben, für mich ist es ganz gut. Und innen habe ich quasi auf der Rückseite vom Rucksack, so hier, alles was schwerer ist. Und außen alles, was leichter ist, sodass quasi das Schwere maximal nah an meinem Rücken ist. Wirklich schwer ist natürlich die Wasserflasche. Da kann man natürlich auch größere Wasserflaschen nehmen, wenn man jetzt mehr Durst hat. Ich umwickle meine Wasserflaschen immer mit so einem Klebeband. Dann habe ich einfach was dabei, wenn ich mal kurz irgendwas reparieren oder flicken muss. Dann eine kleine Brotzeitbox. Da ist dann meistens auch das Essen drin, was man sich eben auf den Hütten immer besorgen kann. Als Proviant. Relativ weit oben ist auch eine Daunenjacke, weil es hier im höheren Gebirge auch immer mal schnell kalt werden kann oder abends. Regenjacke, auch ziemlich wichtig. Wenn man mal länger unterwegs ist bei Regen, ist auch so eine wasserdichte und atmungsaktive Regenhose sinnvoll. Dann habe ich hier mein Washbag dabei. Da ist im Grunde alles drin, Medikamente, die ich brauche, Zahnpasta, Zahnbürste und vielleicht auch irgendwie, wenn man mehrtägig unterwegs ist, auch eine kleine Seife oder sowas. Hier habe ich noch eine lange Hose dabei und das ist quasi mein Elektronikbeutel. Da ist eine Powerbank drin und ein entsprechendes Kabel fürs Handy, weil man einfach nicht davon ausgehen kann, dass auf jeder Hütte man immer Steckdosen hat und die nicht belegt sind. Dann kommt schon relativ weit unten, weil ich es ja quasi erst am Ende des Tages immer brauche, mein, ich nenne es jetzt mal Hüttensack, der ist wasserdicht, da ist alles drin, was man so für die Hütte braucht und der ist wasserdicht verpackt eben, sodass man auch wenn man in einen Regenguss kommt, immer auf der Hütte noch was Trockenes hat. Bei mir ist da drinnen einmal so ein Buff, das ist eigentlich universal zu verwenden, einmal als Halstuch, als Sonnenschutz, als Stirnband oder wenn man ein empfindlicher Schläfer ist, vielleicht auch einfach mal, um sich den über die Augen zu ziehen und dann ein bisschen an mehr Dunkelheit zu haben. Dann habe ich ein kleines Handtuch dabei, ein paar Ersatzsocken. Immer ein trockenes Ersatz-T-Shirt und Oropax für die Hütte, eine Unterhose und hier nochmal der Hüttenschlafsack, der extrem wichtig ist und den man eigentlich immer dabei haben muss, wenn man auf einer Hütte übernachtet. Der ist jetzt ziemlich groß und ziemlich komfortabel. Es gibt die auch klein in Seide mit Mumienform, dann sind die wirklich nur so faustgroß. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich eigentlich besser schlafe, wenn ich so ein bisschen mehr Platz im Schlafsack habe. Deswegen trage ich eher das größere Modell mit. Was man auch immer dabei haben sollte, ist ein Kissenbezug. Der hier hat den Kissenbezug schon integriert. Was man zur Not auch machen kann, ist, dass man seine warme Jacke zum Beispiel, seine Daunenjacke zumacht und das Kissen da reinstopft oder eben einen extra Kissenbezug mitnimmt. Ganz unten kommt dann für mich noch das Safety Equipment, einmal das Erste-Hilfe-Set, ein Biwaksack für zwei Personen. Das macht auch Sinn, weil man nicht immer erwarten kann, dass die Bergwacht sofort da ist, gerade wenn schlechtes Wetter ist. Oder wenn man halt irgendwo mal tatsächlich
bivakieren muss, dann schadet dieses Teil auf gar keinen Fall. Und was ich noch dabei habe, ist ein sogenanntes Israeli Bandage. Das ist ein ziemlich großer Verband mit integrierter Wundauflage. Und was auch noch bei dem dabei ist, man hat die Möglichkeit, da quasi gleich einen Druckverband zu machen. So einen Druckverband legt man ja immer dann an, wenn man größere Wunden hat zum Beispiel. Und der Vorteil von dem Israeli Bandage ist, dass man das quasi auch selber anlegen kann. Und ich musste das leider tatsächlich schon mal bei mir selber machen, bei einem Mountainbike-Unfall. Da hat es mich über eine Schotterstraße gezogen. Und da kann man sich vorstellen, dass die Wunde relativ groß war. Ansonsten, auch wenn man hier im Gebirge unterwegs ist, man holt sich immer mal leicht einen größeren Cut, oder auch wenn man jetzt auf Hochtour unterwegs ist, da hat man ja sowieso ziemlich scharfe Gegenstände an seinen Extremitäten, Pickel, Steigeisen und so weiter. Im Deckelfach habe ich dann noch drin ein paar dünne Handschuhe, weil es halt auch mal schnell kalt wird, eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, eine Stirnlampe für abends in der Hütte oder falls es dann doch mal unvorhergesehenerweise länger dauert, eine Karte von der Region und eine entsprechend gut schützende Sonnenbrille. Und natürlich meinen Geldbeutel mit ausreichend Bargeld und meinem Alpenvereinsausweis. Wenn ihr jetzt vor eurer ersten Hüttentour steht, nehmt vielleicht nicht den größten Rucksack, den ihr habt, weil man tendiert dazu, die Rucksäcke immer irgendwie voll zu machen und dann habt ihr vielleicht einfach zu viel dabei. Beim Packen gehe ich immer so vor, dass ich erstmal das ganze Zeug reinpacke, was wirklich notwendig ist, also alles, was hier Erste Hilfe Ausrüstung ist, dann natürlich die ganzen Jacken, die man braucht, die Wärme, den Sonnenschutz und so weiter, und erst ganz zum Schluss, wenn noch irgendein Platz ist, denke ich an Komfort, wie zum Beispiel eine Powerbank oder ein Fotoapparat oder vielleicht sogar mal ein Buch. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Rucksack eben nicht zu voll macht, dass man nicht zu schwer unterwegs ist, weil man geht ja hier auf eine Hütten-Trekking-Tour, also man geht hier wandern und verbringt dann quasi die meiste Zeit eigentlich mit dem Rucksack am Rücken, und wenn der einfach zu schwer ist, dann macht die ganze Tour keinen Spaß, und es kann auch dann mitunter irgendwie mal gefährlicher werden, wenn man zum Beispiel, wenn man weiß, das Gewitter sitzt einem im Nacken und man müsste eigentlich ein bisschen schneller gehen und man kann aber nicht, weil der Rucksack einfach so schwer ist. Das waren jetzt meine Tipps zum Rucksackpacken, und jetzt würde ich von euch gerne wissen, wo geht ihr denn als nächstes hin? Schreibt es uns doch in die Kommentare, und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Übrigens, noch mehr Infos zum Rucksackpacken, zu Touren, zu Tourenplanung haben wir zusammengetragen in der Videobeschreibung. Und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.